Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren RimWorld-Folge. Und falls ihr RimWorld mögt, könnt ihr gerne folgen, denn ich mache aktuell sehr viele Folgen, um genau zu sein, eine täglich. Auf jeden Fall werden wir heute den Neandertalern Geschenke anbieten, weil die könnten ziemlich gefährlich werden, aktuell sogar sehr gefährlich, wenn nicht sogar wipend für unseren Run. Denn Neandertaler sind C und so ziemlich die gefährlichste Fraktion aktuell. Vor allem, wenn dann noch welche dabei sind, die C und robust sind. Ja, nicht so cool. So, hier können wir uns auf jeden Fall schon sehr beliebt machen, wie ihr seht. Da können wir einiges rausholen. Ich glaube, wir müssen... Ich weiß gar nicht, wie viel wir da erreichen müssen, aber wir müssen dann wahrscheinlich gleich nochmal los, ja. Na, jetzt sind wir neutral. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal okay. Das ist schon mal wichtig. Weil jetzt haben wir unseren Arsch eigentlich gerettet. Jetzt sind wir mit denen neutral. Das heißt, wir können eigentlich auch handeln. Das ist auch gut. Können wir ein bisschen was verkaufen, wobei... Das restliche Futter sollten wir eigentlich für uns behalten. Wobei, die haben Berserkerlanzen und so. Das ist auch ziemlich cool. Also hier müssten wir eigentlich nochmal wieder herkommen. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Die haben auch Alpakas hier. Finde ich eigentlich auch sehr schön. Wobei, Alpakas sind eigentlich nicht so toll wie Muffalos. Also eigentlich sollten wir die Muffalos eher behalten, den Rest nicht. Ist egal. So, das Pferdchen haben wir mittlerweile auch. Die Stute. Können wir eigentlich verkaufen, würde ich sagen. Ich denke nicht, dass wir die wirklich brauchen, aber... Naja, egal. Geben wir mal eben kurz den Sebastian hier noch ein... Gladius, wobei die könnten wir eigentlich auch einschmelzen hier. Waffe zerstören? Nee, Waffe einschmelzen. Und da würde ich sagen, müssen wir erstmal alles verbieten. So, weil die Fernkampfwaffen, die möchte ich eigentlich da nicht reinschmelzen. Also wir können ein paar machen später. Aber hier zum Beispiel Axt, Durchbruch, Gladius, Iqua, da können wir eigentlich alles nehmen, würde ich sagen. Was ich schade finde, ist, dass wir nicht sagen können, welchen Stoff. Das würde ich eigentlich wirklich toll finden. Wenn ihr da einen Mod kennt, ne, schreibt es bitte in die Kommentare. Das wäre einfach wirklich der Hammer, wenn sowas gehen würde. Aber aktuell ist mir da nichts bekannt. Gut, ansonsten gucke ich mal wegen Kinderbetreuung. Also Pex, der könnte auch Kinderpflege machen. Warte mal, Pex? Der heißt nicht Pex. Du bist nicht Pex. Wer bist du? Du bist jemand, der keinen Arm hat. Okay. Du bist Reginald. Reginald. Müssen wir nochmal benennen, weil er hat mich ein Reginald 161. So, haben wir Reginald wieder. Ja, die waren erfolgreich. Das finde ich sehr gut. Und wir werden heute... Ich weiß noch gar nicht. Also wir müssen mal gucken, wie wir das mit dem Essen hier bei den Tieren machen. Wir können nämlich hier kein Heugras anbauen, was mich ein bisschen deprimiert, ehrlich gesagt. Aber wir können ihnen ja auch einfach was zu essen hier hinlegen, ne? Das können wir ja einfach machen. Wir können ja so ein kleines Lager auch noch hier hin machen. Ich habe da so eine Idee, was wir machen könnten. Also erstmal gehen wir auf minus 9. Das hier muss noch gebaut werden. Ich hoffe, ja, perfekt. Ja, minus 13, das ist perfekt. Dann können wir das auf jeden Fall so machen. So, verkleinern wir die Zone. Machen eine neue rein. Manche von euch werden sicherlich verstehen, warum ich das mache. Aber vielleicht wird manche sich auch ein bisschen am Kopf kratzen. Auf jeden Fall werden wir da Nahrung reinlegen. Und wir werden die Priorität hochschrauben. Warum? Warum tun wir dies? Ist ganz einfach. Die Tiere müssen irgendwas futtern. Die Tiere müssen irgendwas futtern und wenn die nicht die Möglichkeit haben, ich würde sagen, wir nehmen Fleisch raus, ja, dass sie nur
sowas wie Reis reingelegt wird, damit die essen können. Die Stute zum Beispiel. Ja, ich weiß gar nicht, ob die sowas essen würde. Was isst du denn? Früchte, Samen, Mahlzeiten. Flüssigkeiten, ja. Ist halt so die Frage, ob das da für die mit rein zählt. Na gut, die fressen hier die Pflanzen jetzt erstmal. Naja, egal, werden wir sehen. Wir dürfen schon wieder los. Die sind gerade erst wieder eingetroffen und können gleich schon wieder weitergehen. Weil wir haben hier, dieses Mal nehmen wir Sebastian einfach mal mit, oder? Nee. Nee, machen wir es so, nehmen wir Reginald mit. Nicht, weil wir wieder so viel Futter haben, keineswegs, sondern wir haben verdammt viele Staubmäntel. Und zwar so richtig viele. Ich meine, guckt euch das an hier. Ja, Staubmäntel haben wir da auch richtig viele. Die werden hier gerade nicht angezeigt, oder? Das sind ja auch 11 Stück da, das meine ich. 11 Stück. Total krass. Wir könnten jetzt noch mehr Reis mitnehmen, auch so, ja. 4000 würde ich mal sagen, nehmen wir mit. Dann sind wir auch schon wieder gut ausgelastet. Schicken wir los. Dann verkaufen wir hier nämlich. Und dann sind wir noch so ein bisschen dicker mit denen. Und vor allem können wir unseren ganzen Stuff mal loswerden hier. Ja, wir haben da alles voll. Und das müssen wir jetzt langsam mal verkaufen. Aber seht ihr, auch wenn wir die ganze Zeit herstellen, wir haben immer noch 360 Stoff. Es ist so krass einfach. Und jetzt können wir auch den Dings herstellen, den Teppich. Dann können wir hier alles mit Teppich machen. Ich finde das so geil. Also, ohne Witz. Hydrokulturen sind einfach genial. Man kann einfach seine Ernährung so viel schneller absichern, das ist irre. Und vor allem können wir auch bald anfangen mit Kochen. Also ich würde sagen, wenn wir Tony haben, können wir eigentlich, ne? Aber wobei, er kann nicht kochen. Er hat davon gehört. Erinnert mich so ein bisschen an meine Kochkünste, ja. Aber wir werden Donny hoffentlich heute noch überreden. Wobei, das muss eigentlich auch priorisiert werden hier. Ja, dauert ganz schön lange. Stimmung zu niedrig, Meinung zu niedrig. Vielleicht können wir den auch noch beraten. Wobei, wie hoch ist die Chance da? Oh, 64%, why not? Ja, hat verbockt. Egal. Ist halt so. Wer macht hier Wärter? Wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der, ja gut, er kann Wärter machen, definitiv. Erst Wärter, dann Schmieden. Und Basti kümmert sich ums Forschen. Ja, ist glaube ich auch sinnvoller so. So, dann wollen wir mal sehen, wie viel wir hier machen können. An The Money. Reginald hat, ja, 4 sozial, aber ein Hornikus hat 9. Das ist ziemlich gut. Habe ich gar nicht so im Kopf mehr gehabt, dass der so gut ist da. Sehr schön. Die Stute können wir eigentlich verticken. Wir kriegen eh genug Muffalos. Und, na gut, wir können auf den reiten. Ja, behalten wir die noch. Die gute Stute. Vielleicht können wir die noch verkaufen. Ich meine, benutzen, später vermehren. Mal sehen. Stahl können wir auf jeden Fall gebrauchen. Wir können auch Bauteile gebrauchen. Ups. Bauteile gebrauchen. Beim Rest, die Psycho-Berserker-Lanze ist eigentlich auch ziemlich gut. Also das können wir richtig... So. Da haben wir noch einen guten Deal gemacht. Und sogar noch ein bisschen Ruf bekommen. Leider nur ein bisschen, aber wir werden demnächst weitermachen damit.
So, wir werden jetzt auch uns langsam mal um die Stimmung von den Leuten kümmern, weil langsam rasten die ein bisschen öfter aus, was natürlich nicht so geil ist. Müssen wir auch mal ein bisschen dran arbeiten. So, wir können hier erstmal noch so ein bisschen was verbessern, damit der Raum hier schöner wird. Wir können da noch einen Teppich reinlegen. Wir können eventuell die Tische auch noch verbessern, dass wir da Minimum so exzellent haben. Weil wenn ihr hier mal seht, ne, Meisterlich hat 140 Entspannungseffektivität und hier haben wir... Na, wobei, wenn wir das mal nach oben rechnen, ne? Wenn wir jetzt davon noch einen Exzellenten hätten, das wäre nochmal weitaus besser. Dann brauchen wir auch noch unterschiedliche, wie ein Fernseher. Ein Fernseher wäre eigentlich auch noch ganz gut. Aber die können wir nicht bei den Neandertalern bekommen. Trotzdem, Neandertaler sind der Hammer, denn die sind verdammt stark. Ich glaube, wenn das Gute wäre, wenn wir mit denen befreundet sind und die öfter mal herkommen, vielleicht haben wir die Möglichkeit, dann mal einen zu bekommen oder so. Zum Beispiel, ich weiß nicht. Wodurch? Handelskarawane, ach, das waren eh die. Das waren sogar die Neandertaler, ne? Ja, das waren die Neandertaler. Deswegen, guckt euch mal einfach die Trier. Also die Werte von den, der hier zum Beispiel. Der hätte uns schon fast kaputt gemacht. Also hier, robust und viel Schaden im Nahkampf. Alleine diese beiden. Alleine die beiden sind schon so krass, weil die halten einfach verdammt viel aus. Wenn die dann noch zäh sind, dann mal gute Nacht. Wir haben sogar einen hier, ne? Ich glaube, Esai war ein Neandertaler, wenn ich mich nicht irre. Den haben wir noch abgeändert in, genau, Vistdol hier. Den haben wir noch ein bisschen abgeändert. Wir bräuchten immer noch schnelles Denkvermögen, aber aktuell wird das irgendwie nichts. Egal. Der Einkauf war verdammt gut. Medizin, Bauteile, Psycho und Berserker. Das ist halt... Ah, nee, Reis. Ich hätte Reis noch verkaufen können. Ah, geh nochmal zurück. Den Reis können wir nochmal eben verticken. Wobei, den können wir verschenken. Können wir den eigentlich schenken? Ja. Ich glaube, so viel brauchen wir von denen nicht mehr. Teufelsgarn, gut, da gibt es ein paar Sachen, die sie noch haben, die ich ganz nett finde, wie das Teufelsgarn-Ding. Kaputte Kleidung, oh. Da müssen wir auch gleich mal gucken, dass wir für alle neue Kleidung herstellen und die vor allem auch mal kaputt machen. Die alte. Hier, Hypergewebe, Schleier, ne? Ist vielleicht ganz nett. Aber ich würde sagen, wir machen Geschenke und schenken den Reis. Dann bekommen wir einfach mal, Alter, so viel Ruf. Ich würde sagen, wir können 3500 machen. Da kriegen wir 41. Das ist schon gut. So, Basti ist jetzt auch soweit fertig. Warum ist denn er angepisst hier? Sonnenlicht und starke Schmerzen, wurde beleidigt. Ja, langweiliger Schlafsaal. Na, den müssen wir eigentlich auch noch die Gene reinpacken. Aber der hat jetzt noch nachwachsende Gene, deswegen können wir das nicht machen. Aber eigentlich müssen wir den auch noch welche einpflanzen, damit der nicht mehr schläft. Gut, das haben wir jetzt auch erreicht. Wir sind mit den Neandertalern schon ziemlich grün. Wir haben jetzt auch schon wieder 1900. Also gar kein Problem. Also essenstechnisch geht es uns wunderbar. Und hier haben wir auch genug, da können die Muffalos sich hoffentlich von ernähren. Aber wie sieht's mit Tony aus hier? Ach da, ne? Ja, das werden wir heute nicht mehr schaffen in der Folge, denke ich. Aber passt schon. Ich habe gerade einen legendären Stuhl hergestellt. Ich habe das völlig verpeilt, dass er eine Eingebung hatte. Jetzt haben wir hier einen legendären Stuhl. Okay. Das ist interessant. Egal, haben wir da einen legendären Stuhl stehen, der wird wahrscheinlich irgendwann kaputt gehen, aber es ist cool, dass wir einen legendären Stuhl haben. Das hat irgendwie was. Oder findet ihr nicht? Wo hat der Komfort 1,19?
Oh, hat einen viel höheren Komfort hier. Und die setzen sich trotzdem auf den Exzellenten. Was soll denn die Scheiße? Also mal ernsthaft. Und ein Meisterwerk, gut. Ach ja. Ich kümmere mich gerade so um die ganzen Kleinigkeiten hier. Wie zum Beispiel die Stühle müssen wir noch ersetzen hier. Allgemein so ein paar Sachen noch fertig machen. Aber... dauert alles so ein bisschen. Aber wir kommen voran. So. Und ansonsten läuft es wirklich gut, muss ich sagen. Ich bin sehr zufrieden. Tony ist noch nicht ausgerastet zum Beispiel. Der kommt gut voran. Schneller, als ich eigentlich erwartet habe. Das trotz schlechter Beratung. Die Beratung geht nach oben, weil die sich langsam anfreunden hier. Ah, hat er schon wieder verbockt. Kack. Wisst ihr eigentlich, wofür diese Folge hier sinnbildlich stehen könnte? Dafür, wie RimWorld in 80% der Fälle einfach läuft. Chillig. Einfach, dass man den kleinen Kram in der Kolonie erledigt, dass man sich um die Kolonisten kümmert, dass man guckt, dass man langsam so die Sachen ausarbeitet, die man noch hier so liegen gelassen hat über einen längeren Zeitraum. Sowas zum Beispiel. Sowas ist meiner Meinung nach, was RimWorld in 80% der Fälle ausmacht. Weil genau das tut man ja die ganze Zeit. Sich hier um die verschiedensten Dinger kümmern. So, übrigens haben wir jetzt noch mehr Hilfsarbeiter. Ich habe das nochmal eingestellt, dass die Hilfsarbeit machen. Und wir haben ein Wachstumsmoment für Sebastian Gerum. Sehr schön. Einen meisterlichen Stuhl. Den Wachstumsmoment gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Nachdem wir den Stuhl hingestellt haben. Und ja, er ist gestresst. Ach. Mensch, du armes Wesen, du. Wir sollten aber wirklich mal gucken, dass wir die hier... So. Oh, sehr schön. Wähle aus drei Fertigkeiten eine Hingabe. Bergbau, Handwerk. Lecker. Lecker, lecker, lecker. Das ist richtig gut. Jetzt haben wir nämlich einen Trade, den wir gar nicht mehr mit den Xenokeimen machen müssen da. Das heißt, wir haben da irgendwie, ja, ganz viele neue Möglichkeiten. Das ist super. Und dann können wir drei Fertigkeiten auswählen. Also Kochen, nein, Handwerk, Bergbau und wie wäre es mit Kochen? Es sind eigentlich zu viele Partys auf einmal. Also der tanzt auf zu vielen Hochzeiten dann. Aber er soll lieber ein Spezialist sein. Ja, also wenn wir jetzt einen Handwerker noch brauchen, weil Shit-Hitze-Fan irgendeiner ist tot, dann kann er das schnell lernen. Und er ist ja sowieso schon ziemlich gut, ne? Also er ist ja zäh, er ist ein Jogger. Also der ist schon krass. Und ein richtig guter Bergbauer. Der ballert die Dinger so weg. Das ist richtig, richtig gut. Wir könnten übrigens hier vorne mal so ein bisschen Strip-Mining machen. Ja, da hatten wir irgendwie auch mal so einen Mod für. Der ist irgendwie nicht mehr so wirklich aktiv anscheinend. Finde ich nicht so toll. Aber egal. Auf jeden Fall, das ist so ein gutes Sinnbild hier für RimWorld. Nämlich heute, ja... hat es leider gar nicht so viele Sachen gegeben, an denen wir hier so gearbeitet haben. Es war alles relativ ruhig. So, und ich merke auch schon, ja, da geht's zeitlich auch wieder runter. Aber ich finde es zumindest schön, dass wir uns mit denen hier anfreunden konnten. Mit den Neandertalern, das ist schon mal sehr gut. Also wir haben wirklich sehr viel geschafft, auch wenn es vielleicht nicht danach ausgesehen hat, weil wir nicht gekämpft haben, aber wir haben wirklich sehr viel geschafft. Tony ist auch auf dem besten Wege bereits hier. Der ist schon auf 13, was eigentlich schon
recht gut ist, meiner Meinung nach. Also für die Zeit, für eine Folge. Und da kommt noch ein Angriff. Und... So. Das sind 9 Stück. Ich werde mir jetzt was zu trinken holen. Und dann werde ich die Folge gleich noch zu Ende machen. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Weil das hier möchte ich... Ich möchte jetzt keinen Cliffhanger machen. Nicht für 9 Landungskapseln. Trotzdem, dass 9 Stück hier reinkommen, das ist schon hart. Und wer greift uns denn überhaupt da an? Pok Polpo. Das sind, glaube ich, die Schweinemenschen. Ja, Schweinehäute. Schweinehäute sind nicht so schlimm. Und deswegen, es ist so verdammt gut, dass wir... Und hier müssen wir übrigens auch noch sehr, sehr viel reinbauen. Ich weiß, das sieht dann scheiße aus, aber wir brauchen die Verteidigung. Und hier machen wir noch irgendwo einen Geschützturm hin, hier so. Oder da, mal gucken. Gut. Dann würde ich mal sagen, ich mache kurz einen Cut und dann legen wir los hier. So, dann wollen wir mal weitermachen. Die Leute müssen wir eben alle hier kurz reinschicken, dass sie sich umziehen. Die Kinder, ja, können wir hier reinstellen. Die beiden mit... Aber ich glaube, das sollten wir eigentlich auch nicht machen. Jo, die sind erstmal schön hier am Zerstören. Und die legen Feuer. Zum Glück haben wir hier, ne, das kann nicht weit sich ausbreiten. Allerdings sorgen die dafür, dass sie selber gleich brennen. Oder auch nicht. Es ist so hirnrissig, oder? Oh. Aber schnell. Geht langsam wieder, wie es aussieht.
Haben sie den Griff gekriegt, okay. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Können wir eben kurz gucken. Gutes Gedächtnis. Ne, hier. Schießwütig. Pflanzen, Tiere, Konstruktion. Aber das ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Ist halt langsam und... Ne, langsam auch nicht. Genau, die Hände waren kacke. Und er ist kurzsichtig. Deswegen macht er einen guten Nahkämpfer. Die Frage ist, ob wir noch einen Nahkämpfer brauchen gerade. Schwierig. Wir haben ja schon eine Schweinehaut hier. Die Punkte sind okay, halt kein Spezialist. Ich hätte lieber jemanden, der... Ja, wobei Pflanzen ist eigentlich schon ganz gut. Union der Pokpolpo. Ja gut, den können wir eigentlich fangen. Können wir eigentlich machen. Ja, jetzt ist die Frage, wie wir das jetzt hier weitermachen. Also ich würde sagen, wir machen hier nochmal für Gefangene. Wir können jetzt nicht sagen, dass erst Tony dahin soll. Ah, jetzt. So machen wir das. Weil Tony darf nicht mit dem hier in einer Gruppe sein. Das wäre einfach nicht gut. Es würde dafür sorgen, dass die halt, dass der eine ständig ausrastet hier. Der Angriff, den haben wir auf jeden Fall gut geschafft. Wir haben eine Vollautomatikflinte bekommen. Das ist nicht schlecht. Also das ist durchaus sehr gut. Die können wir nämlich gut verkaufen. Allgemein war das ein recht cooler Angriff eigentlich. Also war mal was anderes, ne? Trotzdem brauchen wir hier Geschütztürme. Also wir müssen vielleicht hier irgendwo einen hinbauen. Oder da würde ich welche hinstellen eigentlich, damit wir hier so ein bisschen was abgedeckt haben. Eigentlich müssen wir das. Gut. Dann würde ich sagen, meine Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und wir haben wieder einen neuen Kolonisten dazu gekriegt. Theoretisch einen neuen Kolonisten. Mal gucken. Kann der auch kochen? Nee, auch nicht kochen. Wir bräuchten eigentlich einen guten Koch. Aber wisst ihr was? Wir können ihm doch einfach die Organe wegnehmen. Ich meine, klar. Es wäre ganz cool, wenn wir noch einen hätten, der Dings machen kann. Feldarbeit. Schon. Aber irgendwie wäre auch ein Koch toll. Aber da haben wir das Kind ja, ne? Hier, Sebastian Gerum könnte kochen. Man könnte es zumindest versuchen. Ja, dann machen wir das mit ihm. Dann macht Sebastian das. Der hat aktuell auch nichts zum Schlafen, deswegen müssen wir ihm auch mal eben das neue Ding eingeben da. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal und tschüss.